I made a promise that I was done with this life. It's not what it looks like. Tolles Panorama. Hier kann ich an der Uhr drehen. Oh. So, da werden wir. Okay, sind wir drüber. Hui. Schau dir mal die Aussicht an. Schön. Rolle. Nur gibt's eine Schatze, die geht da. Nö. Kann nicht schon. Dir geht's gut da draußen, Sam. Okay, Sully, geschafft! Gut, Junge, mach weiter! Das wird richtig laut! Da! Mist! Wow! Sully, Achtung! Sorry, der Griff ist abgebrochen. Ja, also bin ich noch mehr auf den Kopf, okay? Ja. Sieh sie wohl selbst, Leute. Okay, los geht's. Au!
Heilige Scheiße. Wie Hunger. Au. Au. Verdammt nochmal. Hey, Sally. Oh, Scheiße. Wenigstens ist die Tür offen, was? So geht es natürlich auch. Alles okay? Das gehört niemand. Taub. Komm, mal sehen, was Avery für uns bereithält. Die Münze. Willst du sie? Ja. Ja, klar, warum nicht? Mal sehen, was da unten ist. Das ist schon nicht gefunden. Haufen von Gold und Juwelen. Ja. Yeah. Sam, endlich, bist du okay? Ich habe meinen Turm durchsucht, nichts gefunden. Tja, das ist definitiv der richtige Ort. Komm hier rüber. Ernsthaft? Okay, ich bin unterwegs. Komm. Gut. Da bin ich allein. Und hopp. Sally, bin ja weit voraus. Ja, hallo. Wow. Wow. Hey, seid ihr unsere Jungs? Yep. Henry Avery, Thomas Two, echte Komplizen. Schätzelein. Die Gründer. Die Gründer von was? Der schlimmstmöglichen Schnitzeljagd. Hier sind die Siegel von Avery und Two. Die sind aber etwas anders. Ja, die haben diese Sternmuster. Die drehen sich. Aber in welche Richtung sollen sie zeigen? Wow. Okay. Sollen wir nachsehen? Yep. Ja, warte kurz. Mehr Piratensymbole. Adam Baldridge, Anne Bonny und Christopher Condon. Es gibt zu viele Kombinationen. Schauen wir doch mal, wo diese Tür hinführt. Ich hoffe noch auf ein paar Schätze. Da sind wir schon zwei. Yep. Hey, ich hatte recht. Baldridge, Bonny und Condon. Sehr schön. Aber was machen die überhaupt hier? Tja, finden wir es raus. Wow, dieser Schnauzer. Beinahe so beeindruckend wie deiner. Ja, nicht schlecht. Hey, sieh mal die Sterne. Wie die auf den anderen Siegeln von Avery und Two im anderen Raum. Hey, du hast recht. Ach ja, Condon nannte man Einhandbill. Hier ist noch so ein Sternmuster. Ja, aber das hier ist anders als das erste. Oh ja, gut aufgepasst. Danke. Gutes Aussehen ist nicht alles. Hm, Bonny war ein Rotschopf. Ja. Yeah. Was denkst du? Die Siegel von Avery und Two. Die Sterne passten zueinander, weißt du noch? Ich wette, das tun die auch.
Wer waren diese Typen? Das sind, Weißt du nicht, oder? Es gab damals einen Haufen Piraten, weißt du? Wir stecken fest. Nein, gar nicht. Gib mal dein Handy. Was, willst du einen Freund anrufen? Fast. Ich texte Sam. So. Das sind eigentlich ein paar schöne Gemälde. Wenn wir keinen Schatz finden, könnten wir sie an ein Museum verkaufen. Finden wir die Sternenmuster. Okay, ich meine ja nur. William Mays. Amerikaner? Ja, aus Rhode Island. Wie Thomas Too. Das hätten wir. Hey, bist du noch im Turm? Ja, gerade wieder runtergeklettert. Was ist das für ein Bild? Sag ich dir später. Sag mir erstmal, wer ist. Also, die Delfine sind Richard Wand. Der Dreizack ist Joseph Farrell. Und die beiden Hände mit Perle sind William Mays. Gut, bleib an einem Ort mit Empfang. Wir brauchen dich bestimmt noch. Warte, Nathan. Hast du den Schatz? Nein, noch nicht, aber ich arbeite an einem Mechanismus. Ich sag Bescheid. Bücher, Globus. Dieser Wand wirkt wie ein Gelehrter. Hey, Richard Wand. Er war der Kapitän der Dolphin. Puh, er und Baldrige haben wohl um die beste Perücke gewetteifert. Na. Aha. Hey, Sully, hilf mir mal. Na klar. Danke. Hängt es gerade? Wen interessiert das? Mich zum Beispiel. Puh, sieh dir Farrells Gesicht an. Er wäre wohl lieber irgendwo anders. Nada. So. Das Schwierige zu sehen.
Schau, ob stimmt. Jo. Okay. Und wen haben wir hier? Ja, weißt du, ich bin wirklich geschockt, dass du das nicht weißt. Oh, ich weiß es. Ich will sicher gehen, dass Sam es weiß, weißt du? Gerne gebraucht werden. Das schöne Garten. Ah, natürlich. Mist, was ist hier passiert? Da ist wohl eine Fackel runtergefallen. Komm, mal sehen, was übrig ist. Ich erkenne den Kerl nicht. Er wirkt viel jünger als die anderen Piraten. Nummer 1. Oh, Sam hat geantwortet. Ah, siehst du, Sam weiß also auch nicht alles. Häme ist nicht angebracht. Ja, ich weiß. Sehen wir uns die Gemälde an. Kein Name. Seine Aufmachung wirkt maurisch. Ich habe die Sterne, aber wer bist du? Yazid al-Basra. Wirkt indisch. Fast. Mogul. Halt, haben die Mogule nicht Avery ausgeraubt? Ganoven-Ehre. Ja, ob es das wirklich gibt?